So, liebe Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play von Far Cry 2. Nanu, was ist denn hier passiert? Habe ich es ganz aufgegeben mit dem Greenscreen? Nicht ganz. Ich habe vor ein, zwei Wochen schon mal das Video aufgenommen, was ihr jetzt seht. Allerdings, aus irgendeinem Grund war mein Mikrofon nicht eingestöpselt und ich wollte euch das Video nicht so ganz unkommentiert zeigen. Deswegen begebe ich mich jetzt gemeinsam mit euch in den Backseat und werde mir anschauen, was ich da so fabriziert habe. Also schnappt euch ein Heißgetränk und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es da so durchhalte, durchgehend zu kommentieren. Vor allem da es ja schon ein bisschen her ist, weiß ich auch gar nicht, was mir da immer so durch den Kopf ging. Aber erzwungenermaßen ist das jetzt auch eine ganz interessante Erfahrung, mal ja, von außen mir zuzusehen. Und vielleicht sieht man da ja auch etwas, was man sonst nicht so sieht, wenn man in dieser Rolle des Spielers drinnen ist. Ja, genau, hier bin ich. Schauen, was ich mir von diesen 24 Diamanten kaufen kann. Ah ja, ich brauchte ja, bin immer am Rätseln gewesen, welches Upgrade ich brauche, um um mehr Munition für das Pfeilgewehr tragen zu können. Glaube, ich habe jetzt schon das Richtige ausgewählt. Da fand ich die Beschreibung auch nicht ganz so eingängig. Schützengurt. Ja, wüsste jetzt nicht, wie ich drauf kommen sollte, für welche Waffe das geeignet ist. Aber das werde ich dann auch gleich hoffentlich herausfinden. Ach ja, schön. Da ist natürlich mein Picture-in-Picture-Bild ist auch direkt vor der Munitionsanzeige. Ja, ich glaube aber, dass ich das richtige Upgrade genommen hatte. Und jetzt nochmal schaue, ob ich das Pfeilgewehr noch anderweitig upgraden kann, wenn ich mich recht erinnere. Ah ja, da ist ja schon die Präzisionsverbesserung. Und die Verlässlichkeitsverbesserung. So, jetzt gilt es, sich einen neuen Auftrag zu suchen. Und da schaue ich einmal in der Bar vorbei. Na du, ich stecke in der Klemme. So ein mieses Schwein zieht meinen Namen in den Dreck. Der hat echt Nerven. Er will seinen Dreck über das scheiß Radio verbreiten. Das geht so nicht. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Zerstörst du den Sender für mich? Perfekt. Ich habe gerade gesehen, dass ich im Original zur gleichen Zeit mit dem gleichen Becher getrunken habe. Ein Freund in Not. So, alte Zahnklinik. Auf geht's. Da haben wir schon eine erste nicht so freundliche Begegnung.
Aber zum Glück haben wir ein MG auf dem Dach montiert. Das ist für solche Situationen natürlich schon ganz praktisch. Wenn ich mich so an die ersten Ladezeiten zurückerinnere, als ich damals noch den falschen Treiber für die Grafikkarte installiert hatte. Dagegen ist das jetzt natürlich sehr viel angenehmer auch. Ah, ein paar Sekunden waren es ja schon. Aber auf jeden Fall angenehmer als da, ich glaube, 2,5 Minuten zu warten. Wo fahre ich denn hin? Zur, ich glaube, ich fahre direkt zur Zahnklinik. Genau. Ja, gründlich die Karte studieren. Ah ja, okay. Da hatte ich erst vermutet, dass das vielleicht sogar unbewohnt, unbewacht ist, diese Ecke. Aber wir werden gleich sehen, dass das nicht der Fall ist. Ich auch immer gut, sobald die Gegner im Auto sind, versuchen sie einen sofort zu überfahren und sind tatsächlich im Vergleich zu anderen Spielen auch eine ernstzunehmende Gefahr. Also ich glaube in GTA oder so hatte ich das noch und ich glaube im neuen Cyberpunk Update ist es auch so, dass die Leute dann in Panik schon direkt auf einen zuhalten. Aber sonst, also verbessert mich, falls ich das übersehe, aber ich glaube, sonst ist es nicht so eine ernstzunehmende Gefahr, dass die Gegner, dass die KI wirklich die Autos als Waffen einsetzt. Ach ja, falls ihr euch wundert, warum ich da das G3 mit mir rumschleppe. Ich hatte ganz am Anfang, hat man das vielleicht noch gesehen, für das letzte Thumbnail hatte ich ein kleines Fotoshooting gemacht mit der 16, damit ich da eine schöne Aufnahme bekomme. Und dafür musste man sie natürlich auf den Boden legen. Ich habe sie danach natürlich nicht wieder eingesteckt, deswegen hatte ich jetzt die G3 noch dabei. Das fällt mir gleich auch noch irgendwann auf. Ah, da ist der nächste. Ja, genau, das meine ich. Ja, genau, in diesem Moment ist es mir dann auch aufgefallen und ich habe das, ja,
gut erhaltene G3 eingetauscht für die M16, die schon ein bisschen schlammig und wahrscheinlich auch rostig ist und daher nicht so verlässlich. Aber dann, ja, es ist die Frage, dann doch der G3 vorzuziehen war. Ah ja, da bin ich auch schon fast an der Zahnklinik. Ja, achso, da lese ich das gerade vor. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, asynchron. Und diesmal versuche ich ein bisschen vorsichtiger und schleichend vorzugehen. Die Sonne geht unter. Die Nacht bricht fast herein. Und ich habe ja mein Fallgewehr dabei mit mehr Munition und allen anderen möglichen Upgrades. Ah ja, da unten rechts in der Ecke sieht man es. Jetzt habe ich noch ein Pfeil im Gewehr und 6 Pfeile. Im Schützengurt. Sehr schön, wie ich da der Versuchung widerstehe, den Gegner einfach direkt auszuschalten, ohne vorher zu überprüfen, wer ihn vielleicht sieht. Gut, das war vielleicht ein bisschen unvorsichtig, weil ich ja nicht weiß, ob da links oben noch jemand ist. Da war das Glück auf meiner Seite. Und also hier hätte ja auch noch sein können, dass da links einer ist. Ja, ich merke schon, dass es, wenn man so zuschaut, ist man auf jeden Fall ein bisschen kritischer. Und sieht dann auch Dinge, die man in dem Moment vielleicht gar nicht so bedacht hat. Genau, da tausche ich mein angestaubtes M16 gegen das Scharfschützengewehr aus. Genau, denn in diesem Fall ersetzt es halt das Sturmgewehr und nicht das Fallgewehr, was als Spezialwaffe gilt, da er halt einen anderen Slot belegt. Ja, unter Zahnklinik habe ich mir was anderes vorgestellt, aber das heißt natürlich nicht, dass das da ein erstklassiger Zahnarzt ist, der in dieser Hütte seine Patienten und Patientinnen behandelt. Ja, hier nehme ich mir ausnahmsweise wirklich so die Zeit und schaue, wie die Leute denn so patrouillieren, wer wo lang geht, wer wie ihn sieht. Das ist ja so eins der Kernelemente der Far Cry-Serie, dass ich dann auch über die ganzen Ableger fortgesetzt hat, dass es darum geht, die Außenposten einzunehmen, vorher zu beobachten. In späteren Teilen kann man die dann auch markieren und sieht die dann sogar mit Sichtkegeln auf der Karte. Diese Sichtkegel muss man sich hier noch selbst vorstellen, was natürlich so das realistischere Ansatz ist. Aber dadurch, dass es halt nicht im Spiel, im HUD angezeigt wird,
muss man auch eben selbst drauf kommen. Und es ist nicht so, dass das Spiel einen anbietet, dass es ein Schleichspiel ist. Denn eben ab Far Cry 3 ist es ja schon sehr klar durch die ganze Gestaltung des Interfaces darauf ausgelegt, dass man das vorher ausspäht, kann die Gegner dann ja auch markieren, damit sie eben auf der Minimap erscheinen. Und das muss hier alles spielerinnenseitig geschehen, also im Kopf der Spielenden. Und damit ist die Schleichaktion auch schon beendet. Ja, irgendwie bin ich heute noch ein bisschen heiser. Es tut mir leid. Aber genau, ich hatte ja schon das Scharfschützengewehr gerüstet, was in dieser Situation dann nicht das Schlechteste ist. Wobei auf die Distanz ein M16 mit, das hat hier auch ein kleines Zielfernrohr, weil ich auch noch ganz gut funktioniert hätte. Da hatte ich jemanden aus den Augenwinkeln gesehen. Genau, da schleicht er. Hat geschlichen. Ist geschlichen, sorry. So, und wieder zum geliebten M16 zurück. Sieht echt schon sehr schlammig aus. Es gibt ja auch so tolle Tests, wo natürlich ganz unparteiisch von HK getestet wurde, die, ich glaube, das M4 gegen das HK 416, die Gewehre in Schlammbad eingelegt wurden und danach gefeuert wurden. Und beim M4 ist da der Verschluss einfach mal ins Gesicht des Feuernden geschossen. Also der war natürlich dementsprechend geschützt. Und man kann natürlich auch immer überlegen, inwieweit das natürlich ein bisschen Werbung von HK war und ob das wirklich eine reelle Gefahr ist bei den Colt-Waffen. Das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Aber daran musste ich jetzt eben denken, als ich ein schlammiges M16 gesehen habe. Ja, da kommt man mit dem Auto nicht durch, auch nicht mit mehr Anlauf. Also muss ich entweder zu Fuß laufen oder einen anderen Weg nehmen. Beim anderen Weg muss ich dann natürlich durch einen Außenposten durch. Aber zumindest muss ich dann nicht auf mein Gefährt verzichten. Naja, das jetzt dann wirklich der schnellere Weg ist. Ich weiß nicht. Ah ja, und da haben wir schon direkt ein kleines Problemchen. Warum nehme ich denn mein Fallgewehr nicht? Habe ich da vielleicht keine Munition mehr für? Ich wollte es mir einfach aufheben.
So, ein Pfeil habe ich noch im Magazin. Den habe ich mir gut aufgehoben. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich schon herausgefunden, man muss tatsächlich zu jedem interagierbaren, zu jeder Station hin, zu jedem interagierbaren Objekt, damit dieser Außenposten als ausgesperrt gilt. So, ein Schatz, ein Diamant auf dem Weg. Das kann ich natürlich nicht ignorieren. Da liegt er. Nee, das ist der falsche Weg. Hallo, es ist der falsche Weg. Genau, aber ich erinnere mich, oder wir erinnern uns. Die Kreuzung kennen wir ja noch vom Anfang. Manchmal tut es dann weh irgendwie beim Zugucken und man denkt, das hätte ich jetzt anders gemacht in der Situation, aber ich habe es ja nicht anders gemacht. Zum Beispiel wäre ich da irgendwie als Zuschauer instinktiv eher in die Hocke gegangen. Ein komisches Gefühl, wenn man nicht selbst die Kontrolle hat. Und natürlich weiß man es dann auch immer besser. Alles ist gut, ich habe deine Nummer. Ich beobachte dich. Ich kenne deine Schwäche. Deine Zeit ist um. Game over, komm her. Komm, ein letztes Spiel, bevor ich dich... Ja, da war mein Abzugsfinger etwas nervös.
Aber es war gerade auch ein bisschen gruselig. Ich sehe so, wenn so die Kamera von oben kommt und ich nach unten konzentriert gucke und grinse, dann sehe ich so ein bisschen aus wie Private Paula. Aber es geht auch schlecht anders mit der Kameraeinstellung. Ich würde sie unterhalb des Bildschirms anbringen. Das sähe dann wahrscheinlich aber auch sehr merkwürdig aus. So, keine Zeit vergeuden, direkt den nächsten Auftrag holen. Sagen Sie, Bastian, Sie sollen zurückkommen. Das werden Sie nicht, mich haben Sie auch einfach zurückgelassen. Die Situation ist gefährlich. Auf den Straßen hat man das Gefühl, dass die Zivilisten jederzeit aufbegehren könnten. Ihnen ist doch niemand gefolgt, oder? Die Feinde der UFLL sind überall. Kommen Sie, es gibt Arbeit. Heute ist ein Waffenhändler dran. Eine Spezialität von Ihnen, oder? Die APR kontrolliert den Schwarzmarkt. Einige Waffenhändler verkaufen nur noch an Sie. Unsere Jungs brauchen auch Waffen. Ziel heißt Jabecken, Jordania. Verkauft seinen Scheiß von einem Kahn aus auf dem Noga-Fluss, APR-Gebiet. Meine Leute kommen nicht an den Mann ran. Er kennt ihre Gesichter. Suchen Sie diesen Kahn und erledigen Sie Jabek. Tun Sie es von mir aus mit seiner eigenen Ware. Wird schon. Voorhees kümmert sich um Ihre Bezahlung. Es wäre natürlich interessant zu wissen, ob man tatsächlich bei ihm hätte einkaufen können und ihn wirklich mit seiner eigenen Ware töten können. Aber ich glaube nicht, dass das gegangen wäre. Spiel ist da ja sehr strikt, was die Interaktion mit den NPCs angeht. Und außerhalb der Städte und außerhalb der Waffenläden wird er sofort auf einen geschossen. Also ich glaube nicht, dass man das bei ihm hätte einkaufen können. Aber vielleicht sind ja von euch Zuschauern welche dabei, die das Spiel schon mal gespielt haben und die mir Näheres dazu erzählen können. Gerne in den Kommentaren. Hakim sollte doch eigentlich schon längst zu Hause bei seiner Familie sein. Wir haben beim letzten Mal schon irgendwie, was war das? Irgendwelche Koordinaten durchgegeben, damit er das Geld hat, um seine Familie wiederzusehen. Und jetzt ist er immer noch da. Ja. Liegt beides ungefähr in der gleichen Richtung. Und was ich da gerade überlege. Ach so. Ich entscheide mich dafür, dass ich mit dem Bus dahin fahre und dann aus dem Norden komme. Aber vorher irre ich erst noch ein bisschen durch diese, eigentlich nicht allzu große Stadt.
So, ich habe ja immer noch eine gefundene Waffe. Schauen, hatte ich denn überhaupt genug Diamanten? Ja, 34, stimmt, es gibt ja immer die Bezahlung im Voraus. Ah ja, das war auch mal dringend nötig. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal irgendwann vernünftig diese Kisten eingesetzt habe. Und die sind ja eigentlich nur sinnvoll für Waffen, die man findet und später noch benutzen will. Und da die Waffen, die man findet, meistens in schlechtem Zustand sind, sollte man die, wenn man die Wahl hat, nicht unbedingt benutzen. Ja, und jetzt habe ich mein brandneues M16. Ich glaube sogar mit allen Verbesserungen, auf dass es mich nicht im Stich lässt. Ja, fahr doch. Ich vermute natürlich, weil da dieser graue Bereich auf der Karte eingezeichnet ist, dass ich es hier mit mehreren Gegnern zu tun bekommen könnte. Ja, da sehen wir ein abgestürztes Flugzeug und eine detaillierte Karte, wo nichts Wichtiges drauf verzeichnet ist. Und wir werden später noch sehen, warum es so ist, wie es ist. Auf jeden Fall gehe ich im Moment davon aus, dass da ja zumindest irgendwie ein Diamantenkoffer sein müsste. Das war bisher ja auch immer so, weil irgendwelche interessanten Landmarken da waren, irgendein Unfall, irgendwas Abgestürztes, wie Gebäudestrukturen und da sonst nichts war, lag da ja meist immer irgendwie ein Diamantenkoffer. Aber der Ping schlägt nicht aus und ich stehe vor einem kleinen Rätsel, warum das so ist. Aber wie gesagt, denke mal, so in 10 Minuten wird sich das auflösen.
glaube mittlerweile, dass es für mich sogar weniger unangenehm wäre, das Spiel einfach nochmal, also alles, was wir jetzt sehen, nochmal komplett zu spielen, als mir dabei zuzugucken, weil ich ja schon weiß, wie es ausgeht und welche Fehler ich mache. Und zum Beispiel hier, natürlich, wenn man das erste Mal spielt, ist es ja nicht verkehrt, so vorsichtig vorzugehen, aber ich weiß ja bereits, in welchem Moment es Sinn ergibt und in welchem Moment es keinen Sinn ergibt. Und deswegen ist es für mich ein bisschen quälend zuzuschauen. Natürlich auch interessant. Aber da ich ja schon weiß, was passiert. Es gibt ein interessantes Buch, Achievement Relocked. Da wird dieser Aspekt auch angesprochen, dass Spieler in eine starke Aversion gegen das dagegen haben, das Gleiche nochmal zu tun. Also exakt das Gleiche. Da ging zum Beispiel um Level Train. Das war eine frühe Mechanik bei D&D, dass Untote die Fähigkeit hatten, den Charakteren nicht Lebenspunkte abzuziehen, wie jeder andere Gegner, sondern tatsächlich Erfahrungspunkte. Sodass es sein konnte, dass die Charaktere dann eine Stufe zurückgesetzt wurden und sich erneut die Erfahrungspunkte verdienen mussten, die sie bereits verdient hatten. Was von vielen SpielerInnen kritisiert wurde, da es als zu hart empfunden wurde. Wobei es natürlich auch genau dafür gedacht war, dass es abschrecken sollte und dass die SpielleiterInnen ein Werkzeug zur Hand hatten, um den Spielenden zu signalisieren, so, hier sind Untote, hier geht es nicht weiter, hier solltest du nicht hingehen. Und wenn du hier hingehst, dann musst du damit rechnen, dass du deinen bisherigen Fortschritt verlierst und nochmal leveln musst. Deswegen bin ich quasi so in mich selbst auch softlocked bei manchen Spielen, wie zum Beispiel Metro Exodus. Da kam es zu irgendeinem Bug im Level und ich komme da einfach nicht weiter und es gibt keine Spielstände. Und ich müsste den ganzen Abschnitt nochmal von vorne spielen, wo ich bestimmt im Abschnitt 4 Stunden reingesteckt hatte. Und weiß ich nicht, das hält mich einfach davon ab, das Spiel weiterzuspielen, weil es mir widerstrebt, das Gleiche nochmal erleben zu müssen. Aber hier in dem Moment kann ich ja zumindest ein bisschen quatschen. Und dann ist es nicht ganz so schlimm. Mein initialer Gedanke war nämlich, dass ich, wenn ich zuschaue, ist es vielleicht nicht so, widerstrebt es mir nicht ganz so stark, das Gleiche nochmal zu erleben. Diesmal halt passiv, als wenn ich es nochmal durchspielen müsste. Das jetzt war es oder nicht, werden wir erstmal nicht erfahren. Es sei denn, bei der nächsten regulären Aufnahme, wenn dann hoffentlich alles klappt. Habe ich schon wieder einen Tonfehler und muss es nochmal erleben oder durchspielen. Letztens rausgehauen haben. Schwer vorstellbar, dass ein Pragmatiker wie er so ein Risiko eingeht, aber nun ja, gut gemacht. Ich brauche Ihnen nicht helfen. Ah, ich bin nicht der Einzige, der mit seinen Fahrkünsten am Struggeln ist.
So, wer sich erinnert, die Schlucht hatten wir auch schon beim letzten Mal. Und ich glaube, da erinnere ich mich gerade auch dran. Da unten stand nämlich ein netter Mann mit einem Raketenwerfer. Genau. Und tschüss. Oh, das Fallgewehr sieht aber auch nicht mehr gut aus. Da hatte ich doch eigentlich Upgrades gekauft. Weiß das jemand, ob wenn man die Waffen einfach lange genug miteinander mit sich umträgt, ob die dann auch sich abnutzen, beziehungsweise dass das dann grafisch umgesetzt wird? Oder ist es einfach so, dass ich das Fallgewehr dabei hatte, bevor ich die Upgrades gekauft hatte und es dementsprechend die Updates nicht drauf angewendet hat? Ich habe mit ihm gearbeitet. Ich habe eine Bombe. 1000 Pfund schwer. Ich brauche nur den Zünder. Bitte besorgen Sie ihn mir. Ah, das ist der. Mit dieser Bombe zerstöre ich eine Brücke. Die Brücke wird einstürzen. Genau auf Jabeks Boot. Er wird schnell sterben. Aber dafür brauchen wir den Zünder. Von der Absturzstelle westlich von hier. Das ist immer noch der dümmste Plan, den ich mit in dem Spiel bislang erlebt habe. 30 Millionen Dollar auf einem Nummernkonto in Luzern. Nur solange ich hier bin, komme ich an keinen einzigen Penny ran. Meine Familie wird in Lagos sterben, wenn ich sie nicht raushole. Ich brauche Jabeks Geld, die einzige Chance. Deshalb hat er uns nicht genau die gleiche Geschichte. Wir jagen uns die APR-Truppen. Wir müssen uns da durchkämpfen. Hat uns nicht genau die gleiche oder so ein bisschen ähnliche Geschichte schon im letzten Mal erzählt? Müsste ich mal reingucken und blende das vielleicht eben ein. Die UFLL hat mich angeheuert, einen Waffenhändler namens Jabek zu töten, der seine Waren von einem alten Frachtkahn aus exklusiv an die APR verkauft. Hakim Echebi sagt, die APR habe eine 500-Pfund-Bombe aus einem Hind-Wrack geborgen, nur der Zünder fehlt. Wenn ich den Zünder von der Absturzstelle hole, können wir die Bombe auf der Brücke über Jabeks Kahn zünden. Ja, genau, jetzt erklärt sich auch das, was ich vorhin meinte mit der Absturzstelle. Ist ja so, dass nicht jedes Gebiet in Far Cry 2 eben so eine detaillierte Karte hat. Und wenn man in ein Gebiet kommt, wo es eine detaillierte Karte zu gibt und wo sonst nichts ist, dann ist das eben ein Hinweis darauf, dass da später noch eine Mission stattfinden wird. In diesem Fall. Beziehungsweise, dass da überhaupt das Gebiet so grau eingegrenzt wurde auf der Karte, ist natürlich auch schon ein Marker dafür, dass da demnächst ein bisschen Action stattfinden wird. Ich möchte übrigens bemerken, dass ich bislang zumindest absichtlich noch kein Tier getötet habe. So. Ja. Eine interessante Begegnung. Da sieht das bisschen auch so richtig schön nagelneu aus. Aber genau das, was ich gerade sagen wollte, man sieht ganz gut das Alter des Spiels daran, dass es kein Sinn innerhalb des Gameplays ergibt, Tiere zu töten. Sonst heutzutage ist das, kann ich mir kaum ein Spiel vorstellen, wo es Fauna gibt, die man erschießen kann und das nicht looten kann und es das Gameplay technisch irgendeinen Sinn ergibt. Hier sind die Tiere tatsächlich nur als schöne Deko gedacht.
deren Leben man respektieren kann oder es zu seinem eigenen Vergnügen über den Haufen ballert. So, jetzt geht's ziemlich genau den gleichen Weg wieder zurück. Deswegen hatte ich vorhin an dieser Stelle auch ausgeführt, dass es ein bisschen Überwindung kostet, sich das nochmal anzugucken, weil ich ja weiß, dass ich den gleichen Weg auch nochmal zurück und dann wieder zurück muss. Aber nun ja. Natürlich auch interessanter auszuloten, weil das Spiel an sich ist ja sowieso durch Wiederholung geprägt. Ab wann diese Wiederholung nicht mehr als Teil des eigentlichen Spiels empfunden werden, sondern als Zumutung. Ich denke, grundsätzlich ist Far Cry 2 schon sehr auf der Schiene, dass die Wiederholung ja so ans äußerste Ende der Erträglichkeit geführt werden. Man hat die Außenposten, also die Gegner respawnen immer und es ist halt jedes Mal von neuem das Aufeinandertreffen an den Außenposten, was dann natürlich recht schnell Abnutzungserscheinungen bekommt. Andererseits aber auch eine tiefergehende Aussage vielleicht über das Spiel und über Spiele mit diesem oder einem ähnlichen Setting macht. Aber da will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen Literatur über Far Cry 2 gelesen. Aber das werde ich so in der letzten Folge nochmal ein bisschen zusammenfassen. Nach wie vor finde ich das immer noch sehr schön, wie toll die Gegner hier mit der Umwelt verschmelzen. Und so Sniper echt ein ziemliches Ärgernis sind. An diesem Punkt habe ich halt absolut keine Ahnung von, wo ich beschossen werde. Das sind auch recht viele Richtungen. Das war ganz schön knapp. Gott, ey, wenn man sich das Gewehr schon anguckt, damit möchte ich irgendwie nicht unbedingt schießen. Natürlich, man kann immer schwer die KI einschätzen, ob die selbst davon, also so reagiert, wie wieder das vielleicht tun würde, dass sie sich merkt, okay, da war der Gegner als letztes und dann davon ausgeht, dass er da wieder auftauchen wird, man also die Chance hat, die KI zu umgehen. Andere Möglichkeit wäre, dass die KI cheatet und quasi
immer weiß, wo der Spieler, die Spielerin ist. Oder die dritte Möglichkeit wäre, dass die KI so gut ist, dass sie davon ausgeht, wenn ein Gegner an einer Stelle auftaucht und für längere Zeit nicht mehr da ist, dass er oder sie versucht, aus einer anderen Richtung zu kommen. Was dann eben recht schnell als Cheaten empfunden werden kann, obwohl es das eigentlich gar nicht ist. Da gab es, ich glaube, zu Mass Effect gab es, das war das Pfeilgewehr. Ich glaube, bei Mass Effect war das, wo die das Entwicklerstudio die KI nachträglich noch angepasst hatte, weil sie zu klug war und dementsprechend nicht lesbar für die Spielenden. Das heißt, die KI hatte dann nach einer Weile immer versucht, die Spielenden zu flankieren, womit die Spielenden in den Test-Sessions, das denn? Auf jeden Fall, die Testenden hatten nicht davon, hatten damit halt nicht gerechnet und wussten dementsprechend nicht, woran es lag, dass die KI auftaucht, und ist davon ausgegangen, dass die KI einfach links und rechts von ihnen gespawnt ist, was sie dann als unfair empfunden haben. Obwohl die KI eigentlich soweit so klug war, dass sie von sich selbst halt die Stellung flankiert hat. So, da oben ist er. Ich habe ihn gesehen. Ich weiß nicht, ob mein vergangenes Ich hat ihn auch gesehen. Jetzt also auf Distanz mit dem M16. Gott, ich glaube, ich wäre so ein richtig schlechter Kommentator bei irgendwelchen Sportveranstaltungen. Ich habe kürzlich erst wieder ein Video von T90 angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der kommentiert gerne Age of Empires 2 Spiele. Und das finde ich sehr bewundernswert, wie er dann halt die Langeweile umarmt, um aus Echtzeitalter zu zitieren. Das ist ein Roman, in dem es auch um Age of Empires 2 geht, und der dann auch über T90 berichtet, wie er die Langeweile umarmt und gerne von Zuschauenden als Einschlafshilfe auch benutzt, die sich die von ihm kommentierten Matches dann gerne abends zum Einschlafen anhören. Auch ein sehr schönes Buch, kann ich sehr empfehlen. Und den Kanal von T90 natürlich auch. So, geschafft. Kommen Sie mit dem Zünder zur Brücke. Ich warte dort mit der Bombe. Ein Maschinengewehr. Also als Ersatz für ein Pfeilgewehr ist mir ja in die Luft geflogen. Das heißt, ich habe wieder einen Slot frei bei den Spezialwaffen. Durch ein sehr aggressives Auto. Na? Da ist es. Ja, Maschinengewehre finde ich bislang irgendwie nicht ganz so sinnvoll in diesem Spiel. Aber vielleicht gibt es da ja auch noch vernünftige, oder es liegt an den Upgrades. Und wieder zurück.
Ja, ich glaube, ich werde dann jetzt noch ein bisschen häufiger auf die Karte gucken. Warum nicht einfach auf den Straßen fahren? Naja. Da steht ein einsames Männchen. Wieder mit nacktem Oberkörper. Glaube ich nicht ganz so klug in Afrika. Sei denn, man cremt sich vernünftig ein. Ja, da steht er auch wieder auf. Sehe ich das? Ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Auch interessant, wie dann so der Blick etwas anders gelenkt wird. Das Claes Cleese Products. Und jetzt überlege ich halt sehr lange, was der schnellste Weg dahin ist, wenn ich mich einfach direkt entschieden hätte. Ja gut, so lange habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber dann wäre ich auf jeden Fall zügiger dahin gekommen. Jetzt habe ich halt das Problem, dass da unten wieder der nette Typ mit Raketenwerfer und seinen Freunden ist. Und ich weiß gar nicht, ob dieser Außenposten schwieriger ist als andere. Also einen Raketenwerfer hat er auf jeden Fall. Insofern unterscheidet er sich schon. Aber wahrscheinlich, weil ich da schon mal gestorben bin, aber ich verbinde ich sehr unangenehme Erfahrungen mit diesem Außenposten und meide den dann, während ich bei anderen Außenposten wahrscheinlich weniger Probleme hätte, direkt da reinzugehen. Weil ich ja jetzt sowieso keine Wahl mehr habe. Ah, ich erinnere mich, gleich passiert auch was Lustiges. Genau. Oh, da freue ich mich auch sehr. Das hatte ich bisher im Spiel nämlich noch gar nicht gehabt, dass ein Raketenwerfer gemountet war. Und das werde ich jetzt natürlich ein bisschen ausnutzen.
ich glaube, ich habe mich noch nicht ausgiebig genug über den genialen Plan ausgelassen. Oh, das war ein schöner Treffer. Also der Plan ist, wir müssen den Waffenhändler ausschalten und aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht genau verstanden habe, hilft es Hakim, wenn wir ihn auf eine bestimmte Art und Weise ausschalten, und zwar indem wir eine Bombe auf einer Brücke platzieren, die einstürzt und den Waffenhändler versenkt. Ich meine, da gibt es so viele Sachen, die schief gehen können, dass erstens müssen wir den Zünder finden. Beziehungsweise überhaupt, dass ein Zünder vorhanden war, ist ja schon sehr unwahrscheinlich. Also wir mussten diesen Zünder finden und den Bergen, da hätte sehr viel schief gehen können. Dann müssen wir den Zünder mit der Bombe zu der Brücke bringen, was natürlich ein bisschen auffälliger ist, als wenn wir einfach ohne riesige Bombe uns dahin aufmachen. Dann muss die Bombe auch tatsächlich zünden. Der nächste Punkt, der schief gehen kann. Die Bombe muss die Brücke so zerstören, erstens, dass sie überhaupt zusammenbricht, dann, dass sie so zusammenbricht, dass ihre Teile herunterfallen und das Boot, was natürlich an einem ziemlich spezifischen Punkt stehen muss, dann auch noch zerstören. Also, sehr, sehr ausgeklügelter Plan. Anstatt einfach einen Raketenwerfer zu nehmen und auf das Boot zu schießen oder den Typi einfach wegzusnipern. Aber Hakim wird sich da wohl was bei gedacht haben. Ist halt auch so abstrus. Bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht sogar schon ein satirischer Kommentar ist auf merkwürdiges Missionsdesign. Sehr ein parodistischer Kommentar. Aber das ist natürlich oft so, dass eine Parodie oder eine Kritik klar markiert sein muss, um als solche wahrgenommen zu werden und nicht einfach nur als Fortsetzung dessen, was kritisiert wird. Was das angeht, hatte ich mich daher schon mit Far Cry 3 sehr ausgiebig auseinandergesetzt, dass natürlich, wenn du etwas kritisierst, aber das Kritisierte halt zeigst, dann muss ja auch klar sein, dass es nicht einfach nur das Kritisierte ist, was man unkommentiert fortsetzt, oder dass es eben nur dazu da ist, um es vorzuführen oder zu übertreiben und dadurch halt zu kritisieren. Ich weiß nicht, ob dieser Satz einen Gänze Sinn ergeben hat. Ich war etwas abgelenkt durch das durch die Schießerei zwischendurch. Ja, natürlich ist wieder ein Diamant in der Nähe. Genau. Ja, ein abgestürztes Flugzeug. Und diesmal ist dann aber auch tatsächlich ein Diamantenkoffer in der Nähe. Oh nein! Gestern habe ich einen Jungen am Straßenrand gesehen. Er war höchstens 17 oder 18. Er hatte eine Schrotflinte bei sich und neben ihm lag ein toter APR. Zerfetzt von mehreren Ladungen 12er Schrot aus nächster Nähe. Der Junge hielt den Typen am Bein fest und nahm ihm die Stiefel ab. Der Kleine sah müde aus, abgekämpft und erschöpft. Alt. In dem Alter sollte niemand so aussehen. Ja, das Tonband ähnelt auch so ein bisschen dem Tonband, was wir beim letzten Mal gefunden haben. Wahrscheinlich hat er da eine etwas andere Geschichte erzählt, aber so der Konsens, meine Erinnerung ist sehr ähnlich. Ah ja, ein Wasserbüffel hatten wir gerade gesehen. Tiere habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja, das durch diese die Rosenblätter, weiß es nicht. Ist wahrscheinlich auch in Wirklichkeit ein bisschen anstrengend, da durchzuschwimmen.
Oh, da habe ich jetzt im Video tatsächlich gar nicht erkannt. Maschinengewehr absolut unbrauchbar für die Situation. Ja, das frage ich mich bis heute, wo da der Schütze gewesen ist. Deswegen, habt ihr was gesehen? Vielleicht war das der Sterbende, der so in seinem letzten Atemzug noch eine Rakete auf den Weg geschickt hat. So, ich höre ein Boot. Ja, das kam ungefähr aus der Richtung, wo ich gerade Raketenwerfer liegen sehen. Also ich denke einfach, dass der Typ hier noch nicht ganz tot war und uns dann einfach noch eine Rakete entgegengeschickt hat. Egard, wenn ich den Spielstand da nicht überschrieben habe, könnte ich ja vielleicht tatsächlich mal gucken, ob man den Waffenhändler doch noch anders erledigen kann. Also erledigen bestimmt, aber ob man bei ihm einkaufen kann, bevor man ihn mit seiner eigenen Ware erledigt. Ich glaub's eigentlich nicht.
Das sieht doch nach einem todsicheren Plan aus, oder? Ja, nun zweifle ich ein bisschen an mir selbst und an meinem Plan, ob ich denn überhaupt auf die Brücke hochkomme. So auf jeden Fall nicht. Meine Kartenleseskills verraten mir, dass es wahrscheinlich möglich ist, diesen Weg entlang zu gehen und zu der Brücke zu kommen. Mist, mir fällt auch jetzt erst auf, ich hätte ja, da ich das jetzt ganz ohne Greenscreen mache, mal die Gelegenheit nutzen können und noch so ein paar mehr Pflanzen um mich herum anordnen zu können, um ein bisschen Dschungel-Feeling oder Afrika-Feeling zu haben. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich kein Greenscreen benutze. Und meine kleine Monstera da im Hintergrund ist nicht ganz so beeindruckend gegen die üppige Flora von Far Cry 2. Schade, dass man die Spielstände nicht benennen kann. Also ist zwar schon Unterschied zu Far Cry 3, wo man generell, ohne ins Verzeichnis zu gehen, was manuell zu machen, nur drei Speicherstände anlegen kann. Aber zu benennen wäre natürlich noch richtig schön gewesen. Geben Sie mir den Zünder. Das ist so unfassbar dumm. Okay, wir gehen da drüben in Deckung. Vor allem, als ob der Waffenhändler das auch nicht mitbekommen hätte, wenn da oben einfach ein LKW hinfährt und da so lange wartet, bis jemand mit einem Zünder ankommt. Ja, sehr schön. Habe ich das auch überstanden? Glaub, viel mehr kommt da auch nicht mehr. Nee. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Sagt mal, wie es euch gefallen hat. Bitte sagt nicht, dass das ein mega tolles Format ist, was ich häufiger machen soll, weil ich dann ja doppelt so viel Zeit da reinstecken müsste.
Aber erzählt mal, ob das großartig anders war zu den Videos, die ich davor aufgenommen habe. Und wenn das gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Kommentieren ist natürlich immer erwünscht. Und abonnieren dürft ihr natürlich auch gerne, wenn ihr weiter erfahren wollt, wenn neue Videos herauskommen. Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob ich diese Woche noch eins aufnehmen werde. Das mit den Vorhersagen, das hat ja bisher nie so gut geklappt. Deswegen sage ich einfach, wir sehen uns, wenn das nächste Video dann erscheint. Bis dann. Ciao.